Commander. Ja, hier wieder beim Koali und bei XCOM 2. Bei mir ist es Samstagmorgen. Ich habe halbwegs ausgeschlafen und dessen lassen wir uns doch noch eine Runde XCOM 2 spielen. Und ja, was müssen wir denn hier machen? Ich habe eben eine Weile Leute in den Charakter, in die Charakterimplementierung reineditiert. Gucken, ob die auch hier jetzt so drin sind. Okay, die sind hier nicht drin. Können aber dann wahrscheinlich auftauchen, die neuen. Also hier einfach nur A, Professor Creep, Manu und so weiter. Habe ich alle schon rein editiert. Tauchen aber hier jetzt noch nicht auf. Es sind inzwischen alle Snurpoler bis auf die Elizabeth Graham. Ich glaube, die lasse ich mir mal offen, weil Plastiklöffel sich noch nicht zurückgemeldet hat. Also Plastiklöffel, falls du dich noch zurückmeldest, die ist für dich vorgesehen hier. Wird dann editiert. Lestrak immer noch verwundet. Wir bräuchten irgendwie auf jeden Fall noch einen Scharfschützen. Vielleicht wird der Cartman ja ein Scharfschütze, wenn wir ihn dann mitnehmen auf der nächsten Mission oder so. Mal sehen. Ich habe übrigens auch angeklickt, dass die neuen, also Manu und so weiter und Professor Creep, dass ihr auch als NPCs auftauchen könnt. Bin mal gespannt, ob das dann auch passiert. Bin ja ganz ulkig. So. Es ist dunkel, feucht und aus Metall. Das Schiff unterscheidet sich kaum von der alten Basis. Ja. Sehr schön. Avenger-Bericht. So, okay, das ist sowas. Wir machen gute Fortschritte, Commander. Das ist gut. Obwohl ich realistische Erwartungen bezüglich der begrenzten Ressourcen und verfügbaren Einrichtungen auf der Avenger hatte, musste ich mich erst daran gewöhnen. Trotz des Dämpferfells des Schiffs machen es mir regelmäßige Turbulenzen und gelegentliche Ausweichmanöver nicht leicht, empfindliche Experimente durchzuführen. Ich muss wohl meine Forschungstechniken anpassen, um unter diesen Umständen effizient zu bleiben. Was kann ich für Sie tun, Commander? Das können wir immer noch dieselben Sachen herstellen? Sieht so aus, ne? Ich stelle mal eine Brennlentgranate hier, mal eine Rauchgranate auch. Einfach damit wir mal welche haben. So. Ich hätte bei den Reparaturen sicher viel. So, wir haben hier eine neue Mission. Zerstörter Konvoi. Mit Vorräte. Ich würde ja gern irgendwie Ingenieure oder sowas haben. Untersuchen. Avenger berechnet neuen Kurs. Ja, hier vorne. Okay. Das Ergebnis dieser Forschung kann unseren Fortschritt nur vorantreiben, Commander. Neues Forschungsprojekt. Okay. Dann mach doch mal hier so eine Sektoiden-Autopsie oder Widerstandskommunikation. Ich glaube, das brauchen wir, damit wir mit Afrika kommunizieren können. Einräumen, Commander. Ich melde mich, wenn der Bericht verfügbar ist. Alles klar. Okay, das war anscheinend dann doch keine Mission, sondern hier nur so ein Teil, wo wir hinfliegen können. Strategische Ressource gefunden. Sehr gut. Vorräte ist immer gut. Kurs auf den südafrikanischen Sektor. Miau. Kann man eigentlich irgendwo anders auch hinfliegen? Ich weiß es gerade gar nicht irgendwie richtig. Sonst sehen wir hier ja sonst irgendwie noch nichts. Wahrscheinlich brauchen wir da wirklich diese Sache für. Hier haben wir nämlich einen Einsatz, aber der Einsatz ist noch gesperrt. Okay. Hauptquartier. Informationen sammeln. Ich
Ich schätze, das Ergebnis hätte ich nicht vorhersagen können, aber es ist faszinierend. Neues Forschungsprojekt. Kommunikationszentrale ist jetzt da, okay. Widerstandsfunk, alles klar. Neue Einrichtung verfügbar. Dann erforschen wir doch mal den Widerstandsfunk. Ich sehe eine Reihe wichtiger Anwendungsmöglichkeiten für diese Technologie. Ich lasse Ihnen einen Bericht zukommen, wenn die Forschung abgeschlossen ist. Tigen lässt mitteilen, dass das neue Widerstandskommunikationsnetzwerk voll einsatzbereit ist. Wir müssen die Nachricht nur noch verbreiten. Jetzt können wir jetzt einen Kontakt mit lokalen Widerstand in Ostafrika aufnehmen, alles klar. Sobald Kontakt zur Region hergestellt wurde, sind auch mit ihr verbundenen Regionen zu kontaktieren. Alles klar. Westafrika auch, alles klar. Nachdem wir nun eine Verbindung hergestellt haben, können wir unsere Informationsressourcen einsetzen, um die lokale Widerstandszelle zu kontaktieren. Neben dem Zutritt zur Geheimeinrichtung sollte die größere Reichweite auch unseren Zugang zu Vorräten verbessern. Okay, dann stellen wir doch mal Kontakt her. Nachdem wir die Informationskosten zur Herstellung des Kontakts beglichen haben, müssen wir die Region ein paar Tage lang scannen, um die Widerstandszelle zu finden. Sobald wir sie gefunden haben, haben wir die neue Region erschlossen. Setze Kurs auf Sektor 11, Westafrika. Commander, anhand der bislang vorliegenden Informationen konnten wir eine Widerstandszelle in dieser Region ausmachen. Der Scan zur Ermittlung ihrer exakten Position wird jedoch noch eine Weile dauern. Regionalen Kontakt aufzubauen. Nichts auf den lokalen Comms. Advent ist ziemlich ruhig. Schätze, das haben wir Ihnen zu verdanken. War uns eine Freude, Dan Mother. Genießen Sie es. Das werden wir. Unser Wasserreinigungssystem... Extrem starkes Signal vom Advent-Netzwerkturm. Sie senden global. Sir, das müssen Sie sich ansehen. Verehrte Bürger, seit 20 Jahren arbeitet die Advent-Koalition unermüdlich und beseitigt die Schäden und vielfältigen Missstände der alten Welt. Unter unserer Aufsicht wachsen die Städte. Die Menschheit gedeiht und unsere Welt wird geheilt. Und trotzdem gibt es unter uns noch Dissidenten, die die Wahrheit verleugnen und die entschlossen sind, alles zu zerstören, was wir aufbauen. Mehrere Radarkontakte nähern sich Hafen Alpha 7. Das muss aufhören. Advent Friedenshüter, Feinde sind auf dem Weg zu Ihnen. Ich verliere Ihr Signal. Um diese Plage ein für alle Mal auszumerzen. Wir sind gleich bei Ihnen! Verliere Sie, Avenger! Verbindung wiederherstellen! Wir sorgen auch in dieser Krise weiter für Ihre Sicherheit und Ihren Wohlstand. Bringen Sie Ihre Leute da raus! Mit Ihrer Mithilfe werden wir diese radikalen Elemente vernichten und weitere 20 Jahre des Friedens und Wohlstands feiern. Sie haben keine Chance. Commander, wir sollten einen Trupp einsatzbereit machen. Joa, ein Trupp kann 5 oder 6, aber gut, das, wir sind ja die... Scheiße. Commander, ein Trupp steht bereit, um die Aliens anzugreifen, die das Widerstandsversteck belagern. Er rückt auf Ihr Kommando aus. Alles klar. Bestätigen. Setze Kurs auf Sektor 13, Südafrika. Wen nehmen wir denn dann hier mit? Unsere coole Truppe von letztem Mal. Immerhin haben wir jetzt einen Ranger dabei. Wir haben eigentlich von allem hieß, was dabei hier jetzt. Ich glaube, ja. Wir nehmen.
drückt uns die Daumen, Leute. Skyranger eingesetzt. Sind in Position für den Einsatz. Wir haben erfahren, dass die Aliens einen Außenposten des Widerstands mit allem angreifen, was ihnen zur Verfügung steht. Und dass unsere Leute keine Chance gegen sie haben. Wir gehen rein, um das Gebiet zu sichern und alle Feinde auszuschalten. Start. Minus 1-5. Feinde greifen den Außenposten an. Eliminieren Sie alle Einheiten und schützen Sie die Zivilisten. Erstmal speichern. Speichern. Okay. So, das war ja die gefürchteten Missionen im Vorgängerteil. Da war ich mal super schlecht drin. Hier ist ein Zivilist. Wo sind denn... Rette mindestens 6, also alle Zivilisten, oder wie? Moment. Das sind die vorhandenen und das sind die schon geretteten, okay. Es gibt 13 und ich muss 6 davon retten. Okay. Hier ist schon mal einer. Ist mir sonst noch irgendeiner? Da hinten ist auch noch einer. Da komme ich jetzt auch schon hin. Sonst noch einer sichtbar? Nee, ne? Okay. Ja, Beru, fangen wir erstmal nicht an. Wir fangen an mit... hier, mit Backfisch. Komm, Backfisch einmal hier. Alles klar. Zivilisten. Reicht das schon? Los, weg von hier! Verpiss dich! So, okay. Advent-Truppen gesichtet. Da ist noch ein Zivilist. Oh, oh. Ein Sektoid. Und Backfisch steht da ziemlich schlecht. Kommen wir denn da dran? Wir kommen noch nicht an die dran. Umbreon, kannst du da schon schießen? Nur auf den, nicht auf den Sektoid. 59%. Okay. Umbreon einmal nach hier. Und los geht's! So, jetzt kann er beide sehen. Hat aber schlechtere Sichtverhältnisse, aber schieß mal auf den da, komm. Pistole, bist doch gut drin. Nö, heute nicht, aber war ja auch eine schlechte Chance. Kein Treffer! So, der Beru. Ich den schon nach hier hinten schicken. I'm all over it. You're clear. Go. Okay. Der Max stellt sich mal nach hier. Schon unterwegs. Und schickt direkt mal seinen Gremlin raus. Plus 2 Verteidigung auf... Backfisch. Weil die steht da nämlich sonst ziemlich scheiße. Okay, 2 gerettet, erste Runde. Da fällt einer. Holly Thomas. Nein, sie haben sogar Namen. Wir verzeichnen schwere Verluste unter den Zivilisten, Commander. Wir müssen das beenden. Ja, mein Gott, ich kann doch jetzt nicht mehr machen, als ich sowieso schon gemacht habe hier. Und jetzt? Mind Control? Holt mich hier raus, also. Bitte! Ah ne, Panik. Okay. Ja, hätte schon mal kommen können. Aber gut, da haben wir jetzt eine Runde nicht zur Verfügung, den Typen. Max leidet aber auch echt einfach Panik.
an der Gremlin kehrt zurück. Mein Gott, Max, muss man was gegen eine schlechte Atmung tun hier? So, einmal hier hin bitte. Bin auf dem Weg. So, und dann schießt du mal auf den Sektoid. Bams. So habe ich mir das vorgestellt. Feind vernichtet. Sehr gut. Umbreon. Nichts in Reichweite, wo er sich hinter verstecken könnte. Kann er denn nach oben? Auch nicht. Auf diese Zelte kann er nicht hoch. Okay, aber hier ist ja jetzt erstmal nichts. Vielleicht stellen wir ihn dann doch mal ins Offene. Ich rücke aus. Geben ihm einen Overwatch. Mir entgeht nichts. So, Beru. Hier war irgendwas, hä? Gehen wir mal, komm mal da durch. Wir kämen bis hierhin. No risk, no fun. Move, move, move! You're good to go. Ach scheiße, ich hab den einen Soldaten da unten vergessen, ne? Ah, hoffentlich passiert da jetzt nichts. Aber Backfisch steht da scheiße jetzt. Boah, mit Plasma oder so. Oh oh. Und ich sag noch, da ist gar keiner. Ah, Umbreon darf aber zurückschießen. Haben wir ihn ja geskillt. Ach, das war... Nee, das war der von... Na gut, wenn ich der gewesen wäre, hätte ich auf Backfisch geschossen. Aber gut. Okay, wir sind wieder dran. Wie sieht's aus? Beru hat noch einen gerettet. Ist noch irgendwo einer hier? Hier vorne ist noch einer. Oh, die sind immer so weit weg und ich weiß nie, was da ist. Aber das ist ja wahrscheinlich auch Sinn der Sache. Für. So. Der Sniper ist hier irgendwie total unnötig gerade, finde ich. Irgendwie, der ist alles zugestellt hier. Hier hin? Bin schon unterwegs. Und... Gib ihm. Umbreon, gib ihm. Läuft. Feind eliminiert. Okay. Backfisch. Reicht das hier schon? Gucken wir mal. Position bestätigt. Alles in Ordnung. Jo, und jetzt los. Schon. Alles klar. Wir müssen das Team ein bisschen mehr zusammenhalten, aber da vorne ist halt auch noch ein Zivilist. Wo war denn eben das Plasma-Feuerschutz-Zeugs? Ist auch hier irgendwo in der Nähe, ne? Da sind noch zwei Zivilisten. Wenn ich die beide rette, dann habe ich die Mission schon mal abgeschlossen. Dann lauf doch mal hier hin, Beru. Moving out. Geh mal in den Overwatch. I'm on it. So, der Max kann auch wieder was machen. Weiter nach vorne. Bin muss aufrücken. Da. Alles klar.
hier hinten sterben sie. Wir verlieren unzählige Zivilisten, Commander. Wir müssen die Menschen hier rausbringen. Ich hab doch gerade schon Zivilisten gerettet. Voll ihr Panikschieber hier, ey. So. Backfisch. Ich bring den Umbreon hier hin. Rücke aus! Sie sind in Sicherheit! Weg hier! Sehr schön. So. Und Backfisch kommt bis nach hier, steht dann aber frei. Haben wir keinen Bock drauf. Nähere mich der Zielposition. Zack. Overwatch. Scanne Gebiet. So. Du läufst dann nach hier. Verstanden. Rücke ab. Mal nachladen. Ist klar. Waffe geladen. Und der Beru. Der kommt nicht so weit. Stellt sich mal hier hin. Good copy. Moving on target. Und geht auch in den Overwatch. On Overwatch. Und da kriegen wir einen Overwatch. Und jawohl, 6 Schaden. Was auch immer da hinter der Flamme war. Hat gerade ordentlich einen abgekriegt. Enemy down. We've got Advent here. Sehr gut gemacht, Beru. Läuft und... Pedro Garcia. Nein, nicht Pedro Garcia. Okay. Diese Runde sollten wir es schaffen. Die letzten, das, letzten Advent. Umbreon, du schaffst es doch jetzt bestimmt, hier rüber zu laufen. Rücke zur Zielposition vor. Ein Rücke vor. Na los, und dann haben wir unsere 6 alle gerettet. Status bestätigt. Zivilisten. Dann gibt es noch einen Pistolenschuss auf den Typen. So. Beru. 26% ist ja nix. Nach hier. Moving to designated position. 54%. Wie viel hatte noch? 4. Dann reicht die Granate auch nicht. Schieß mal. Ah, super. Der Beru rockt das Haus hier. Target eliminated. Alles klar. Backfisch. Weiter nach vorne. Schon unterwegs! Nochmal 2 Zivilisten. Und der Max Monster kann sich hier hinter dem Baum verstecken. Jetzt haben wir keinen Overwatch für die Zivilisten, aber wir haben unsere 6 ja schon. Alles andere ist Bonus hier, ne? Da kommen noch mehr. Okay, alles klar. Umbreon steht da ziemlich mies. 28, ne? Können wir hier was mit Granate machen? Wir können den sicher ausschalten. Granate! Schon mal nicht schlecht. Ja. Jetzt hast du schon mal einen besseren Schuss, aber noch nicht so, dass ich das hier gut finden würde. Beru, kannst du darüber und den hauen? Schwerthieb für 88%.
Come on. Hiya. 7 Schaden. Ah, okay. Überlebt mit einem. Dann Umbreon. Bisschen näher dran. Komm. Pistole abfeuern. Läuft. Der ist erledigt. Oh oh. Mr. Mudface. Komm hier, einmal muss ich mich ins Offene stellen. Sie müssen jetzt verschwinden, los! Mehr Zivilisten gerettet. Bom, 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 bom. Oh, 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 oh. Der ist auch noch schnell, meine Güte. Wir hatten bereits Gerüchte über Gestaltwandler gehört. Das sind sie wohl. Eine bemerkenswerte Spezies, wenn wir sie nur festhalten könnten. Denken Sie nicht mal darüber nach. Tür. Umbreon, du stehst da schon wieder scheiße. Prozent. Gib ihm. Daneben, ach ja. Okay, oh mein Gott, mit dem großen Gewehr geschossen. Okay, nicht erwischt. Okay, nicht erwischt, ja. Komm hier, Schwerthieb. Das macht das, das macht den meisten Schaden von uns, sind diese Schwerthiebe von Beru. Okay, 3 Schaden macht jetzt auch ist nicht so viel. Aua, oh. Helft dem Beru. Position bestätigt. Feuer! Vier Schaden. Okay, er hat noch 3. Max noch hier? Begebe mich zu dieser Position. Ach scheiße, der Max hat keine Granate, verdammt. Der hat nur das Medkit. Verfallen. Komm Max, du musst das reißen. Yes! Ziel neutralisiert. Läuft. Menace 1-5, Status bestätigt. Wir orten keine weiteren Kontakte mehr. Das Einsatzgebiet ist gesichert. Menace 1-5, Status bestätigt. Mission erfüllt. Darauf ein Messerchen. So. 9 von 13. Ich finde, das ist nicht schlecht. Hier, Private Beru, Trefferquote von 77%. Meister Umbreon hat einen neuen Rekord gemacht. Ja, solange wir ihn nicht mit dem großen Ding schießen lassen. Wahrscheinlich würde er jetzt antworten, wenigstens habe ich ein großes Ding. Aber ich glaube, den Umbreon würde ich in diese Mission zumindest nicht nochmal mitnehmen. Ich glaube, da wäre jetzt ein zweiter Ranger wäre ganz gut gewesen. Und wir haben auch nur einen momentan. Wir haben eigentlich 2, aber das ist der NPC. Nach so einem Einsatz ist die Moral so hoch wie nie. Gute Arbeit, Commander. Private Fish und Private Beru sind befördert worden. Befördert werden. Befördert worden. Okay, weiter. Alles klar.
Sie leisten überragende Arbeit als Anführer des Widerstands, Commander. Läuft. Läuft. So, in die Waffenkammer. Wir wollen ja hier unsere neuen Soldaten zum Aufstieg geleiten. Der Beru. Es gibt Waffenverbesserungen für den Beru. Ein verfügbarer Platz, ein C-Fernrohr. Ja, bitte. Nehmen wir... Und wir können den befördern. Phantom. Wenn der Trupp aufgedeckt wird, bleibt dieser Soldat verborgen. Das könnte ganz nützlich sein. Oder zwei extra Schaden mit dem Klingen, die eh schon ziemlich viel Schaden machen, finde ich. Hm. Ich nehme den Klingenmeister. Ich glaube, der Beru, das wird hier voll der Nahkämpfer. Ist klar. Dann haben wir noch Private Buckfish. Auch eine Waffenverbesserung. Ne, hat keine Waffenverbesserung. Okay. Soldat befördern. So. Auch hier wie dem Lesrak, glaube ich, auch können wir zerfetzen geben. Das ist, glaube ich, am besten. So. Rekruten kriegen wir hier als Belohnung. Untersuchen. Avenger berechnet neuen Kurs. Wir haben hier eine dringende Übertragung für Sie, Commander. Sie haben im letzten Monat deutliche Fortschritte gegen die Aliens erzielt, Commander. Ich hoffe, dass Ihre fortdauernden Bemühungen weiterhin erfolgreich sind. Guck mal hier, Leute. Wir haben neues Personal verfügbar, und zwar Dr. Kazumi Miyamoto und Private Zwergen Paladin. Sehr, sehr geil. Funktioniert also. Cool, cool. Gucken wir uns gleich direkt mal an. Commander, uns liegen Informationen vor, dass die Aliens an verschiedenen Entwicklungen arbeiten, die unsere Möglichkeit zum Stoppen des Avatar-Projekts gefährden. Wir können eine dieser Bemühungen mit Guerilla-Einsätzen stören, aber wir müssen mit Bedacht wählen. Uns fehlen die Mittel, um überall einzugreifen. Hm. Okay, Alien-Code und Advent-Legierungspanzerung. Okay, wir müssen jetzt Guerillakämpfe machen, um dagegen vorzugehen, ja. Okay. Commander, der Widerstand hat ein geheimes Ressourcenlager vor Advent versteckt. Leider so gut, dass wir über das Gebiet fliegen und es vollständig scannen müssen, wenn wir das Zeug für uns bergen wollen. Ja, wir müssen jetzt erstmal hier weiter scannen, hier. Noch 6 Tage. Fortschrittliches Kriegszentrum. Einsatzbereit. Läuft. Einrichtung ansehen hier. Schick. Gehen wir kurz in die Waffenkammer. Soldaten anzeigen. Wo ist er denn? Wir hatten doch einen neuen Rekruten. Nicht blind? Nee, der ist nicht dabei. Der Zwergenpaladin. Rekrutieren? Ist er dann da dabei? Nee. Okay. Technik? Oder ist er jetzt hier irgendwie Techniker geworden? Wir haben seltsame Übertragungen empfangen. Es klingt wie Deutsch, aber es ist schwer zu sagen. Geben Sie den Befehl und wir fangen an, Commander. Vermissen Sie das Leben in der Stadt nicht manchmal? Das Essen? Die warmen Betten? Wenn ich ehrlich bin, nein.
Ich vermisse nur meine ganze Ausrüstung. Wir hatten noch zwischendurch auch noch andere Wissenschaftler auch gesehen. Ein tolles Labor eingerichtet haben. Bei Ihnen gab es jedenfalls keine Ressourcenknappheit. Keine Sorge. Der Commander wird sicher etwas für Sie finden. Ich arbeite immer noch an der aktuellen Forschung, Commander. Soldat benötigt, bildet Soldatenfähigkeiten neu aus. Komm hier, Lesrak. Nicht zugewiesener Ingenieur. Annehmen. Brauchte das ein Ingenieur? Benötigt ein Ingenieur, ja. Zack. Okay. Commander, lokale Widerstandstruppen sind bereit für die Kontaktaufnahme. Wir müssen den ersten Schritt machen. Ich habe eine Reihe interessanter Entdeckungen gemacht, Commander. Okay. Dann guck doch jetzt mal. Die Gesichtslosen. Mir fehlen die Worte zur Beschreibung der Schwierigkeiten, die wir bei der Handhabung dieser Kreatur hatten, die von unseren Soldaten als Gesichtsloser bezeichnet wird. Die unklare Form ihrer physischen Struktur, einschließlich der formbaren, halbfesten Außenschicht, scheint nach dem Ableben der Kreatur langsam zu zerfallen. Sie sondert zudem einen beißenden Gestank ab, der im Lauf der Zeit immer stärker zu werden scheint. Ein beißender Gestank, so. So, hier weiter. Meine Vorgängerin bei der Befragung und Auto. Commander, aufgrund der gemeinsam mit Shen erzielten Forschungsergebnisse glaube ich, dass wir die Kosten für das Kontaktieren zusätzlicher Regionen durch die Errichtung von Funkrelais-Türmen innerhalb unseres Netzwerks senken können. Je weiter eine Region von einem Relais entfernt ist, desto mehr Informationen wird uns der Kontakt kosten. Ich schlage vor, Relais entlang der äußeren Grenzen unseres Netzwerks zu errichten. Der Widerstand wird die Errichtung der Relais zu schätzen wissen und uns entsprechend belohnen. Ja, ich will aber jetzt hier erstmal weiter rekruten hier. So, Belohnung. Rekrut einfach nur A, Rekrut Manu FS und Rekrut Professor Creep. Alles klar. Okay. Wartungshangar, Kommandant, Mitglieder des Widerstands sind, die wir untersuchen sollten. Vorräte. Nee, nicht jetzt. So, wir müssten ja hier noch. Setze Kurs auf den westafrikanischen Sektor. Commander, wir empfangen eine Übertragung von höchster Priorität. Sie scheint vom Widerstand zu stammen. Ich stelle sie jetzt in ihr Quartier durch. Hallo, Commander. Ihre jüngsten Aktivitäten sind Edwin nicht entgangen. Unsere ungebetenen Gäste sind in Bewegung. Edwin verwendet einiges an Ressourcen und Personal auf geheime Produktions- und Forschungseinrichtungen auf der ganzen Welt. Die genauen Details dieser Operationen sind streng geheim. Aber sie alle haben eins gemeinsam. Ein Wort taucht in all ihren Dateien auf. Avatar. Ich glaube, dass die von uns entdeckte Geheimeinrichtung nur ein Teil dieses Avatar-Projektes ist. Nach allem, was ich in Erfahrung bringen konnte, ist es in Wahrheit um einiges größer. Dieses Projekt wird von der obersten Riege von Advent gesteuert. Von einer Quelle, die ich noch nicht bestimmen konnte. Alle Versuche, ihre Identität zu ermitteln, sind gescheitert. Es wird Zeit für eine direktere Herangehensweise.
Auch wenn wir die genaue Natur dieses Avatar-Projektes nicht kennen, können wir es trotzdem stören. Wir müssen diese Geheimeinrichtungen mit Hilfe lokaler Widerstandszellen ausrotten. Stören Sie die Aktivitäten des Feindes und decken Sie die Wahrheit auf. Finden Sie die Quelle des Avatar-Projekts und vernichten Sie sie. Sollte der Feind mit seinen Bemühungen erfolgreich sein, wäre das sicher unser aller Ende. Ich vertraue darauf, dass Sie alle notwendigen Maßnahmen ergreifen, um diese Bedrohung zu eliminieren, Commander. Ja, haben wir wohl einen kleinen Bug entdeckt hier, ne? Fortschritt der Aliens bei diesem Avatar-Projekt. Wenn Sie beenden, was Sie angefangen haben, wäre das wohl unser aller Ende. Shit. Ne, wir hatten ja eben schon von diesem Avatar-Projekt gesprochen irgendwie und dabei warten wir diese Nachricht, die wir jetzt ja gerade bekommen haben, noch gar nicht bekommen. So. Müssen wir hier nochmal Kontakt herstellen. Hier will ich hin. Da. So, hier. Muss ich Kontakt herstellen? Diese Ergebnisse könnten sich als kritisch für unsere Bemühungen erweisen, Commander. Ich habe mich schon immer gefragt, wie die Aliens sich solch ein Wesen ausdenken. Gibt es da draußen eine andere Welt voller formwandelnder Kreaturen? Oder sind sie lediglich ein weiteres Produkt der Alien-Gentechnologie? Das Imitationsgerät holographischer Truppe, die feindliche Angriffe für eine Runde auf sich lenkt. Es wird wie eine Granate eingesetzt und sehr schön. Das ist doch ganz nett. 3 Tage. Hybriden Materialien. 19 Tage für die Waffen. Ne, ist das ein bisschen lang. Mach mal die Sektoiden. Obwohl ich selbst nie einen von ihnen zu Gesicht bekam, attestieren unzählige Augenzeugen die Existenz einer deutlich kleineren, weniger furchteinflößenden Variante der Sektoiden, die während der ursprünglichen Invasion zum Einsatz kam. Seitdem ist dieses neue Wesen, das eindeutig durch Genmanipulation geschaffen wurde, unseren Soldaten ein vertrauter Anblick auf dem Schlachtfeld. Ja, die Kleinen waren süß. Früher. So, weiter scannen. Immer noch 3 Tage. Kontakt herstellen. So, neue Fähigkeit, Granate abfeuern. Ja. Hatte er vorher auch schon. Ja. Ach, kann man die hier umskillen oder wie? Ich meine, ich hätte dem nämlich schon zerfetzen gegeben gehabt. Bildet Soldatenfähigkeit neu aus. Hier scheint man wirklich irgendwie umskillen zu können, aber das habe ich jetzt ja. Nö. Die Forschung schreitet wie geplant voran, Commander. Hallo, Commander. Einrichtung bauen. Und erst müssen wir den abziehen hier, ne? Entfernen. Wir haben nämlich gerade gar keine Verletzten. Dann können wir nämlich hier
Freiräume, oder? So. Gegenstände herstellen. Initiationsgerät, dafür brauchen wir gesichtslosen Leichen, alles klar. Gut. Gut, dann nochmal. Ich will jetzt endlich diese komische, diesen Scan hier abschließen, noch 2 Tage. Sie haben ein neues Ziel für unseren Guerilla-Einsatz. Sehr gut, damit wird das da oben abgebaut. Ziel überprüfen. Ja. Komm, das müssen wir machen. Wir bestätigen das mal. Und das wird dann der Einsatz für unseren nächsten... Trupp. Ja, ich würde sagen, bis dahin, have fun, euer Koani. Tschüss.